Herzlich willkommen bei Geld und Märkte, Ihrem Podcast von DK Investments. Unser Thema heute: Erholung und Unsicherheit am Aktienmarkt. Die Finanzmärkte haben sich seit Mitte Februar vom unerfreulichen Jahresstart wieder ein gutes Stück erholt. Die Hauptursache für die ersehnte Beruhigung dürfte die Bodenbildung bei den Rohstoffpreisen gewesen sein. So hat sich beispielsweise der Rohölpreis seither berappelt, weil ein paar wichtige Förderländer durchblicken ließen, dass sie dem Angebotsüberhang am Rohölmarkt begegnen wollen. Ansonsten gab es in den letzten Wochen gemischte Konjunkturdaten. Einige davon sind besser ausgefallen als erwartet, andere Daten haben eher enttäuscht. Damit ist der Blick auf die Weltkonjunktur nicht wirklich klarer geworden. Und wieder einmal stehen die Notenbanken im Vordergrund. Die Europäische Zentralbank hat ein ganzes Füllhorn von Zinssenkungen, einer Aufstockung des Wertpapierankaufprogramms und verbesserten Refinanzierungsgeschäften auf ihrer jüngsten Sitzung verabschiedet. Die amerikanische Zentralbank Fed hingegen hat sich in ihr Schneckenhaus zurückgezogen und von einer weiteren Zinserhöhung abgesehen. Insgesamt waren dies expansive Signale, die tendenziell aktienmarktfreundlich aufgenommen wurden. Funktionieren die alten Mechanismen expansiver Geldpolitik denn noch, Herr Dr. Bahr? Die Zusammenstellung des Gesamtpakets zeigt, mit welcher Radikalität die EZB bereit ist, die Preise für Risikoaktiva zu beeinflussen. Dementsprechend sollten sich Anleger zunächst auch nicht gegen den Willen der EZB positionieren. Gleichzeitig erkennt der Markt zunehmend den abnehmenden Grenznutzen der Geldpolitik. Zur unmittelbaren Krisenbekämpfung war diese Politik sehr gut und effektiv einsetzbar. Allerdings liegt aktuell keine akute Krisensituation vor, was die Verunsicherung im Markt ansteigen lässt. Längerfristig könnte das Programm den Markt sogar in große Schwierigkeiten bringen. Immer mehr Marktbereiche trocknen aus. Die Volatilität am Aktienmarkt wird dadurch grundsätzlich deutlich ansteigen. Geldpolitik kann Wirtschaftspolitik aber nicht ersetzen. Ohne die notwendige Unterstützung von politischer Seite wird das Maßnahmenpaket der EZB für die Unternehmen ins Leere laufen. In einer Marktwirtschaft sollten Investitionen nicht erzwungen werden. Und mit dem aktuellen Finanzierungsumfeld fordert man Fehlinvestitionen geradezu heraus. In Zukunft stark ansteigende Abschreibungen werden die Folge sein und damit wird nicht nur der Kapitalmarkt, sondern die gesamte Volkswirtschaft anfälliger. Langfristig brauchen steigende Aktienkurse die fundamentale Unterstützung durch steigende Unternehmensgewinne. Die für das Gesamtjahr 2015 berichteten Unternehmensgewinne sind in den letzten Monaten kontinuierlich nach unten korrigiert worden. Das Wachstum in Euroland ist, gemessen am Eurostoxx 50 Index, mit knapp 3% deutlich geringer ausgefallen als angenommen. Enttäuscht haben vor allem Energieunternehmen und der Bankensektor. Im internationalen Vergleich extrem gut abgeschnitten haben Unternehmen aus Deutschland, welche im letzten Jahr ihre Gewinne um rund 13% gegenüber dem Vorjahr steigern konnten. Damit zeigen deutsche Unternehmen, gemessen am DAX 30 Index, eine in den vergangenen Jahren äußerst erfolgreiche Gewinnentwicklung. Wie sieht vor diesem Hintergrund die Bewertung der wichtigsten Aktienmärkte aus? Die Bewertung am Aktienmarkt hat sich durch die rasante Kurserholung seit Mitte Februar jüngst wieder nach oben entwickelt. Dennoch bewegen sich die Bewertungen am deutschen Aktienmarkt lediglich im Bereich langfristiger Durchschnittswerte. Der europäische Aktienmarkt hingegen hat sich in der Bewertung bereits etwas stärker ausgeweitet. Anders verhält es sich bei US-Aktien. Diese sind nach wie vor überdurchschnittlich hoch bewertet. Insgesamt erscheinen uns die Aktienmärkte Eurolands relativ betrachtet am attraktivsten, denn sie sind aus Bewertungssicht sowohl fundamental als auch aufgrund markttechnischer Effekte gut unterstützt. Die mäßigen Gewinnperspektiven lassen die Erwartungen an die Kursziele nicht in den Himmel wachsen. Kurzfristig wirkt die Notenbankpolitik aber noch positiv. Zunächst erschien einem die Börsenentwicklung in den ersten 6 Wochen dieses Jahres wie eine Einbahnstraße nach unten, die dann von einem Richtungswechsel nach oben abgelöst wurde. Keine dieser Phasen hat aber wohl den alleinigen Trend für das Gesamtjahr gesetzt. Schwankungen sind auch in den kommenden Monaten zu erwarten, vermutlich aber auf etwas höherem Niveau als momentan.